Hi zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hört, ich bin immer noch krank. Mittlerweile seit anderthalb Wochen. Der Husten lässt nicht los, aber ich bin guter Dinge, dass die Antibiotika das jetzt richten werden. Dennoch habe ich jetzt einfach mal rausgemusst und einfach mal ein paar Stunden an der frischen Luft verbringen. Hoffe, dass das noch mal ein bisschen die Energiespeicher auffüllt. Ja, mach's mir hier gerade ein bisschen gemütlich in meiner Hängematte. Ja, und um die soll es heute nämlich genau gehen. Ich habe ja mittlerweile auch das Adventure-Set von Amazonas, das Ultra-Leicht-Set, bestehend einmal aus dieser Hängematte, aus dem Tarp, dem ultraleichten Aufhängeset aus AM-Stil und zum Schlafen den Underkill darunter. Ja, Vorstellungen dazu gibt es schon genügend. Die hat der Saki vorgestellt, der Siggy Pop hat sie vorgestellt und auch beim Fritz auf dem Kanal findet ihr eine Vorstellung von einem Teil von der Ausrüstung hier. Ja, hier soll es aber mal speziell um einen wirklichen Erfahrungsbericht von mir gehen. Ich habe das Setup jetzt, so wie es hier aufgebaut ist, schon einige Male jetzt im Einsatz gehabt. Und zwar unter, ich würde sagen, schon recht widrigen Bedingungen. Zweimal bei richtig starkem Regen mit Sturm oder starken Windböen dazu. Und ich habe es auch schon bis minus 2 Grad getestet. Vor mal 3 Wochen ist das jetzt her. Beim Steffen Kumper auf dem Bushcraft-Treffen. Da ist es tatsächlich bis minus 2 Grad runtergegangen. Ja, und ich will euch jetzt mal berichten, wie es mir so mit dem Set ergangen ist, was ich so als die Vorteile und die Nachteile sehe. Und ja, einfach mal meinen Eindruck davon schildern. Und wenn ihr drauf Lust habt, dann bleibt dran. Ja, fangen wir mal, solange mein Kaffeewasser noch nicht fertig ist, mit der Hängematte an. Ja, vom Material her ist sie noch mal dünner als die Mosquito Traveler Thermo, die ich davor hatte. Wenn man sich so das Material anfühlt, denkt man, boah, das soll halten. Aber es hält. Ich meine, ich bin jetzt nicht der leichtgewichtigste, aber die Matte hat bisher wirklich gut gehalten. Und das Material fühlt sich
echt gut an. Das Mückennetz, auch wie eh und je, funktioniert einwandfrei. Schützt, das merke ich vor allen Dingen auch im Winter, nicht nur vor den Mücken, die sind im Winter so gut wie nicht da oder sind eigentlich nicht da, sondern auch vom Wind. Also das ist unglaublich, was das Netz hier auch nochmal an Wind zurückhält. Sobald man ungefähr den Reißverschluss nur so ein Stück auf hat, merkt man richtig, dass es reinzieht. Hat man zu, ist es fast windstill drin, aber dennoch habe ich einen guten Luftaustausch. Und die Vorteile von diesem Mückennetz, gerade wenn es windig ist oder wenn es kühl ist, habe ich doch zu lieben gelernt. Finde ich also wirklich genial, das Teil. Mit Mücken und so hatte ich jetzt da auch noch keine Probleme. Man muss halt gucken, dass die Mücken erst gar nicht reinkommen. Das heißt, wenn das Ding aufgebaut ist, verschließen, dass sich gar keine Mücke erst innen drin reinsetzt. Was ich auch nochmal gut finde, und da blende ich euch jetzt mal ein paar Bilder ein, ist, dass die Aufhängung am Kopf und am Fußende der Hängematte, dass da wieder ein bisschen nachgebessert wurde. Das war ja so ein kleiner Mangel von mir bei der ersten Matte, dass dort relativ steife Bänder verbaut worden sind. Dass da sind jetzt wieder dünne, flexible Blendbänder, die halten aber trotzdem alles aus. Und das macht es einfach ein bisschen leichter, da einen Karabiner oder eben die T-Straps einzuhängen. Isomattenfach, auch wie gewohnt, gleiche Größe wie bei der alten Matte. Also die Größen sind gleich, meine ich mal zumindest. Wenn nicht, steht es nochmal jetzt im Untertitel drin. Aber da bekomme ich meine Neo Air All Season problemlos rein. Ich glaube, also viel breiter als 53 cm sollte die Matte dann auch nicht sein. Das ist eigentlich so diese Standard-Norm-Matte, die man so reinpackt. Und ja, eine Größe 1,80 ja, ist das damit auch ziemlich ausgereizt. Die passt da einwandfrei rein. Und wenn die da drin ist, dann liegt man da auch sehr gut drauf. Kommen wir noch mal kurz zum Netz. Da oben sind ja solche kleinen Taschen vernäht. Hier habe ich gemerkt, sollte man wirklich nur kleine Sachen reinmachen. Ein Handy ist schon vielleicht schon sogar ein Ticken zu schwer dafür, dann zieht es das Netz doch immer arg nach unten. Da nutze ich dann lieber die angenähte Tasche, wo ich jetzt genau drauf setze. Na, wo ist sie? Ach, da ist sie ja. Da nutze ich lieber hier die kleine angenähte Tasche, in der ich sowieso die ganzen Packbeutel drin verstaue. Da werfe ich da mein Handy rein, Ladegerät rein, mein Taschenmesser, sodass hier oben wirklich nur kleine Sachen, wie gerade eine kleine Stirnlampe reinkommen. So dass wenn man nachts wach wird, dann direkt drauf Zugriff hat. Ach herrlich, jetzt kommt noch mal die Sonne raus. Das ist ja genial. Leute, das kann man aushalten, oder? Da geht die Krankheit von selber weg. Ja, gibt es sonst noch was zu hängen zu Matte zu sagen? Reißverschlüsse laufen nicht hundertprozentig sauber. An der Stelle kann Amazonas vielleicht nochmal nachbessern. Sind keine YKK verbaut. An der einen oder anderen Stelle hakt es da manchmal schon. Das ist halt dann nervig, wenn man dann im Schlafsack drin liegt und dann will man den zuziehen und dann zoppelt man da rum. Ja. Da gibt es auf jeden Fall noch mal ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ansonsten hätten wir jetzt zur Hängematte selber alles gesagt. Gehen wir mal ans Aufhängesystem. Beim Aufhängesystem haben wir ja hier so ein Gurtband als Baumschoner verbaut. Wie ihr seht, jetzt hab ich hier einen kleinen Baum. Da ist das natürlich vollkommen ausreichend. Bei meiner ersten Tour mit der Hängematte war es allerdings so, dass ich einen relativ dickeren Baum hatte, eher sowas in der Richtung. Und da ist das Band hier entsprechend zu kurz. Könnte man sich natürlich sagen, okay, dann mache ich das eben entsprechend noch viel länger. Ja, nur irgendwann steht dann hier zu viel Band über.
wo ich dann Probleme habe, also dann ist quasi meine Aufhängung zu lang. Ist immer so ein Spiel für oder wider. Hier hat man halt ein Set, was absolut auf ultra leicht getrimmt worden ist. Zur Not, wenn es eben zu kurz ist, kann man eben hier noch Stöcke drunter hängen, drunter schieben, um quasi dann nochmal den Baum zu schonen, wenn es eben nicht ganz rumreicht. Dann kann man es eben nochmal mit diesem mit der Aufhängung selber verlängern. Ja, die Aufhängung selber. Hier ist ein AM-Stil, das ist so ähnlich wie Dyneema. Das ist hier quasi durch sich selbst durchgefädelt und sichert nur dadurch, dass es eben auf Spannung hält. Hier unten haben wir dann so eine kleine Whoopie-Sling, wo man mit einem Soft-Shackle, ja, wo man das dann eben durch die Hängematte durchführen kann. Das hält also hier bombenfest und an der Stelle gibt es hier gar nichts zu bemängeln. Ja, worauf man hier allerdings aufpassen muss, und das ist die allererste Erfahrung, die ich mit der Hängematte oder dem Set hier gemacht habe, das wäre mir allerdings mit dem anderen auch passiert, mit dem alten Aufhängesystem, ist, man sollte gucken, dass man eine ordentliche Abtropfleine hat. Die habe ich jetzt hier dran. Gerade wenn man an Buchen ist, die halt eine relativ glatte Rinde haben, kann es halt schon sein, dass je nachdem, wie stark es regnet, dort regelrechte Flüsse runterlaufen, kleine Bäche. Und entsprechend viel Wasser läuft dann eben über die Abspannschnüre hier runter und würde quasi in die Hängematte reinlaufen. Beziehungsweise es ist mir in die Hängematte reingelaufen. Abhilfe schafft da wirklich nur eine ordentliche Abtropfleine. Hier mit einem Brusik dran gemacht. Ich verlinke euch da unten auch mal noch mal ein Video dazu vom Derek Hansen, heißt er, glaube ich. Das ist der Autor vom Buch The Ultimate Hang, wo es quasi um alles mit der Hängematte geht. Der hatte auch ein paar Tests gemacht, wo er mal geguckt hat, ob zusätzlich Karabiner das Wasser abhalten oder irgendwelche speziellen Aufhängesysteme. Aber er ist zum Schluss gekommen, dass das Effektivste wirklich eine stinknormale, eine simple Abtropfleine ist. Die habe ich hier dran. Und da sollte man auch drauf schauen, dass die quasi unter dem Tarp ist. Also das Tarp ist jetzt hier heute nicht optimal abgespannt. Das liegt daran, dass ich ja eben nur für ein paar Stunden hier reingekommen bin. Ja, also man sollte gucken, dass diese Abtropfleine unter dem Tarp ist, wo quasi dann auch kein Regen mehr rankommt. Gleiches als gilt als Abtropfleine für die Abspannung hier vom Moskitonetz. Hier liefert Amazonas das schon mit. Das finde ich gut. Also wäre schön gewesen, wenn hier einfach auch noch mal so eine kleine Brusik mit dabei liegt. Ich meine, das ist jetzt ein Centartikel, noch nicht mal. Könnte man also beilegen. Ja, das ist das erste Mal gewesen, dass mir Wasser in die Hängematte gelaufen ist. Allerdings, das Ganze hat sich über, ich glaube, 5, 6 Stunden hingezogen. Nee, eigentlich, nee, es war länger. Es waren fast 8, 9 Stunden, über das sich das hingezogen hat. Und quasi erst am nächsten Morgen war das Wassergang quasi auf Höhe meiner Schultern, sodass ich dann gemerkt habe und entsprechend dann auch aufgestanden bin. Wäre die Nacht jetzt noch länger gewesen, wäre es tatsächlich durchaus unangenehm geworden. Also hierauf muss man wirklich Acht geben. Ja, kommen wir mal zum Tarp. Wir haben natürlich hier einen Sil-Nylon-Tarp, ein recht dünnes, aber auch sehr, sehr leichtes Material. Deswegen eben auch die Ultralight-Serie. Ein recht großes Tarp, muss man natürlich sagen. Richtig pfiffige Idee, die Amazonas da umgesetzt hat. Das Abspannen klappt hier super. Seilspanner sind hier schon mit verbaut. Auf der Rückseite sind kleine Netztaschen vernäht mit einem Klett. Da kann ich direkt die Schnur wieder verstauen, wenn ich das Tarp wieder abrolle, wenn ich das Tarp wieder abbaue. Das Tarp ist natürlich optimal für eine Hängematte geschnitten. Das heißt, ich habe eine relativ große Überdeckung von der Hängematte im oberen Bereich. Im unteren Bereich läuft es dann so ein bisschen, wie nennt man das, ja, trapezförmig zu. Das wurde natürlich gemacht, um entsprechend Gewicht zu sparen. Hat dann natürlich auch wieder den Nachteil, dass hier relativ wenig, sagen wir, Schutz ist. Ein DD-Tarp in der Länge hätte dann quasi den Bereich hier quasi mehr und würde natürlich, wenn der Wind von der Seite kommt, entsprechend ein bisschen mehr Schutz bieten. Ist halt ein Kompromiss, den man gehen muss. Ultraleicht bedeutet eben auch in gewisser Hinsicht Abstriche machen.
Ich habe das Tarp ja auch, wie gesagt, im sehr starken Regen dabei gehabt und auch bei sehr starkem Wind. Als wir mit den Jungs unterwegs waren an der Ruine, am Trekkingplatz Ruine Guttenberg. Dicht hält es auf jeden Fall. Es ist Silnylon. Silnylon hat die Eigenschaft, dass es sich etwas dehnt, wenn es feucht wird. Das heißt, da muss man, wenn es eben nass wird, eben nochmal kurz nachspannen. Das geht aber hier dann problemlos durch die Seilspanner. Die Ridgeline, die Aufhängung vom Tarp, ist auch richtig genial gelöst. Dort sind Night Eyes Spannkarabiner verbaut, die ich einfach um den Baum rumgehe, klipse hier wieder ein und kann sie dann ganz einfach stramm ziehen. Und auch wenn das Tarp dann zum Beispiel, könnte es ein bisschen weiter in die Richtung gehen, kann ich hier problemlos nochmal danach spannen und auf der anderen Seite noch ein bisschen lösen, um eben das Tarp nochmal ein bisschen über der Hängematte genau zu positionieren. Ja, da ist natürlich, wie gesagt, es fehlt ein gutes Stück, was mich vor den Elementen schützt, besonders vor Wind und Regen. Da habe ich genau bei der Übernachtung an der Ruine Guttenberg einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise was gelernt. Und zwar stand das Tarp so, dass hier quasi direkt ein Abhang runterging. Von daher, da unten, von dort ist eben der Wind hoch, relativ stark hochgeweht, hat das Tarp relativ stark hier an die Matte rangedrückt. Ich habe es extra nah an die Matte abgespannt, um eben vom Wind so gut wie möglich geschützt zu sein. Genau das war aber an der Stelle ein Fehler. Dadurch, dass der Wind hier drüber gegangen ist, wird es auf der anderen Seite kühler. Das heißt, je nachdem, wir hatten eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, da hat sich dann auf der anderen Seite entsprechend Kondenswasser gebildet. Da das Ganze dann relativ nah an der Hängematte war, hat es das sogar an die Hängematte rangedrückt. Das hat dazu geführt, dass eben das Kondenswasser an die Hängematte gekommen ist und deswegen war die Hängematte an der Stelle feucht. Entgegen dem, was man eigentlich denkt, okay, ich will mich schützen, ich spanne es niedrig ab, muss man es eben ein bisschen weiter abspannen, dass eben dann entsprechend der Wind vielleicht eher durch kann. Ich bin aber vom Wind eigentlich durch das Moskitonetz immer noch gut geschützt gewesen und ja, eben damit eben das Kondenswasser eben nicht auf die Hängematte kommt. Ja, ging dann noch. Der Underkilt war dann ein bisschen feucht, da der aber mit einem Kunstfaser gefüllt ist, ist das nicht so schlimm. Wäre es jetzt ein Down-Underkilt gewesen, hätte das schon zu Problemen führen können. Beziehungsweise an der Stelle müsste man vielleicht nochmal gucken, ob man die Matte von außen ein bisschen gegen Wasser imprägniert oder eben den Underkilt gegen Wasser imprägniert. Ja. Ansonsten bin ich mit dem Tarp sehr zufrieden. Wie gesagt, für ganz schlechtes Wetter ist es nichts. Da habe ich mir jetzt was anderes besorgt, ein größeres Tarp in Silnylon. Dazu gibt es aber ein gesondertes Video dazu. Das wäre dann soweit alles zum Tarp. Ich würde sagen, ich lege mich wieder in die Matte rein und dann reden wir mal über den Underkilt. So, kommen wir also jetzt zum Underkilt. Ja, auf den hatte ich mich bei der ganzen Thematik am meisten gefreut. Denn wenn man eine Isomatte so drin liegen hat, dann liegt man zwar auf der Isomatte drauf und hat dort von unten an der Stelle warm. Allerdings an den Schultern ist man doch immer auch schnell am Stoff von der Hängematte. Und entsprechend bekommt man dort den Windchill-Effekt immer noch zu spüren. Und an den Schultern wird es dann doch immer recht kalt. Genauso gut an den Füßen, wenn die dann unten mal an der Seite rausgucken, kann das eben auch schnell kalt werden. Ja, mit dem Underkilt ist das tatsächlich wesentlich besser geworden. Ich habe ihn sowohl schon ohne als auch mit Isomatte verwendet. Gemütlicher finde ich es definitiv ohne Isomatte. Denn dann liegt man richtig perfekt in der Hängematte drin und muss eben nicht schauen, dass man eben genau auf der Isomatte drauf liegt. Es kann nämlich durchaus auch mal ein bisschen, man kann durchaus mal so ein bisschen von der Isomatte runterrutschen und dann ist das ein bisschen doof, finde ich. Mit Underkilt finde ich das da am gemütlichsten. Ja, der Underkilt selber lässt sich hier mit solchen Karabinern oben an der Leine vom Moskitonetz
einhängen, damit er eben über die Seiten schön hochgezogen wird und dann eben auch die Schultern hier komplett vom Underkilt abgesichert sind. Man muss das Ganze dann entsprechend so aufhängen, dass der Underkilt quasi unten noch so eine, ja, mit der Hand muss man problemlos durchkommen, ohne dass da Spannung drauf ist, damit sich eben dort so ein kleines Luftpolster bildet, was vom Körper erwärmt wird und das dann eben selber auch wärmt. Ich hatte den Underkilt in den beiden Regennächten, hat er mich sehr, sehr warm gehalten. Auch dann noch, wo es noch ein bisschen feucht wurde. Von daher bin ich dort schon mal sehr mit zufrieden. Der Underkilt hat natürlich auch seine Grenzen. Bei der Übernachtung beim Steffen Kumper vor 3 Wochen ging es nachts bis auf -2 Grad runter. Ich wusste, dass es nachts so kalt wird. Und ich habe mit Absicht die erste Nacht eben ohne Isomatte da drin geschlafen. Und dort ist der Kilt tatsächlich an seine Grenzen gekommen. Trotz, dass ich Thermounterwäsche anhatte und auch nochmal hier so eine Fließweste, habe ich quasi am Hintern und auch am Rücken kalt gehabt. Auch die Füße waren morgens ein bisschen kühl. Ich habe aber dennoch recht gut durchgeschlafen, muss ich sagen. Also bin, glaube ich, 2 Mal wach geworden. Aber ansonsten, wie gesagt, durchgeschlafen. Und ja, wie gesagt, da ist er so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Von den Schultern her ging es, also ich hatte da meinen Daunenschlafsack dabei, hatte da also quasi von oben sehr warm, aber von unten am Hintern war es eben so die Grenze. Das heißt, ich würde ihn wahrscheinlich solo bis maximal 0 Grad einsetzen. Wenn es drunter geht, dann definitiv mit einer Isomatte dazu. Das hatte ich in der Nacht darauf getestet. Da ist es dann nicht mehr ganz so kalt geworden, da hatten wir nachts um 2-3 Grad. Da hatte ich eben die Thermarest zusätzlich drin und ja, hatte dann mollig warm und war dann sogar morgens ein bisschen geschwitzt am Rücken. Das war quasi dann schon ein bisschen zu warm. Ich werde auf jeden Fall damit noch so ein bisschen rumexperimentieren. Mal schauen, wie das ist, wenn ich so eine ganz leichte Isomatte noch zusätzlich hier reinmache, so eine aluminiumbedampfte Isomatte. Ob das dann noch den zusätzlichen Isolierfaktor bringt. Vielleicht werde ich mir dann aber auch für kalte Winternächte nochmal einen zusätzlichen Daunen-Underkilt besorgen. Aber wie gesagt, hier soll es ja um die Amazonas-Sachen gehen. Einstellen lässt sich das Ganze sehr gut, wie gesagt, mit diesen Bändern. Hier kann man nochmal die Spannung vom Underkilt selber einstellen, dass der halt wie so ein Kokon um einen herum liegt. Ja, das soll mein Erfahrungsbericht zum Amazonas Adventure Ultra Light Set gewesen sein. Also ich kann das System nur empfehlen. Es hat natürlich seine Grenzen, wie jedes System. Wie gesagt, für den Winter wird jetzt nochmal ein anderes Tarp kommen, dass ich da nochmal so ein bisschen Rundumschutz mehr oder weniger bekomme, dass der Wind eben noch ein bisschen mehr abgehalten wird. Denn überall, wo der Wind durchgeht, dann zieht er natürlich die Wärme weg. Auch bei einem Underkilt. Und so denke ich mal, kann ich doch nochmal 2-3 Grad rauskitzeln. Ich freue mich aber, wenn es nochmal runter geht, unter 0, und ich da das Setup dann nochmal testen kann. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht Abonnent ist, kann das jetzt auch noch gerne tun. Einmal den Abo-Button klicken, da verpasst ihr kein Video mehr. Ich mache es mir jetzt noch ein bisschen der Hängematte gemütlich, habe gerade wieder Kaffeewasser aufgesetzt und werde mir noch ein kleines Nudelsüppchen hier gönnen und noch ein paar Stunden oder eine Stunde hier in der Hängematte ein bisschen relaxen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao. Scheiße. Nicht gerade am Abbaut. Tarp steht noch und jetzt fängt sie hier richtig an zu graupeln. Verdammt.
Das muss jetzt alles schnell gehen.